Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur dritten digitalen Reisemesse zum Vortrag Namibia, komm mit ins Abenteuerland. Ich habe diesen Song von Pur gewählt, weil Namibia wirklich ein Abenteuerland ist. Mein Name ist Peggy Flack vom Reiseveranstalter Diamir Erlebnisreisen aus Dresden. Ja, Diamir, wer sind wir? Wir sind ein Spezialist für Kleingruppenreisen von 4 bis 14 Personen und individuelle Tourenplanung, also ab 2 Personen. In Namibia bieten wir an Selbstfahrerreisen, Reisebausteine und natürlich Gruppenreisen. Und auf die verschiedenen Unterkunftsarten, nämlich Camping, Lodge, Hotels und kleine Gästehäuser, will ich dann später noch genauer eingehen. Wenn Sie Fragen haben, würde ich diese einfach am Ende des Vortrages beantworten. Das ist jetzt halt ein bisschen einfacher. Ja, Namibia, 2,5 Mal so groß wie Deutschland, aber nur 2,3 Millionen Einwohner. Eines der dünnst besiedelten Gebiete der Erde. Die meisten Menschen wohnen im fruchtbaren Norden und in der Hauptstadtregion um Windhoek. Was ist an Namibia so interessant für uns Deutsche? Warum ist es so ein bisschen auch Lieblingsziel in den letzten Jahren geworden? Weil es natürlich auch eine deutsche Geschichte hat, denn Namibia war von 1884 bis 1918 deutsche Kolonie, nämlich als Deutsch-Südwestafrika bekannt. Wo befinden wir uns? Also im südlichen Afrika. Im Süden grenzt Südafrika mit dem Oranje River als Grenze sozusagen. Im Norden grenzt es an Angola mit dem Cunene, dem Kabango, dem Kwando und dem Sambesi. Nachbarländer sind natürlich auch Sambia und Botswana im Osten und im Westen eben die Küste mit diesem kalten Benguela-Strom. Um Ihnen einen kleinen, ja, sich ein bisschen aufzuwärmen für Namibia, zeige ich Ihnen jetzt ein kleines Filmchen. Ja, das mal so ein bisschen als Einstimmung, was Sie in Namibia erwartet. Tun Sie natürlich die freundlichen Menschen. 11 Ethnien haben wir hier, die Ovambo, die Herero, Damara, San, Nama, Buren und Mischlinge. Und die sprechen ganze 5 verschiedene Sprachen, nämlich das Bantu Oshivambo, Oshi Herero, Afrikaans natürlich als Sprache ganz besonders weit verbreitet, Englisch und auch einige Menschen sprechen noch Deutsch. Und in etwa 28 Dialekte gibt es vor Ort. Was erwartet Sie in Namibia? Vor allen Dingen weite, stille Einsamkeit. Wir haben eine atemberaubende Landschaft. Wir haben den Caprivi-Zipfel im Norden, die Namib-Wüste im Süden, die Kalahari, den Fish River Canyon ganz im Süden an der Grenze zu Südafrika, den Etosha-Nationalpark, das Kaoko-Feld. Wir haben Kultur in Windhoek und in Swakopmund und das beste Reisezeit
ist ganzjährig. Toll ist, wir haben keine Zeitverschiebung. Wir fliegen sozusagen einmal gerade herunter, damit kein Jetlag. Es gibt bequeme Nachtflüge und entgegengesetzte Jahreszeiten. Das heißt, im Winter fliegt man also in den Sommer und auch andersrum. Wir haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich, wer zum Beispiel eben noch baden möchte, tolle Kombinationsmöglichkeiten mit Mauritius oder auch Mosambik. Wer noch mehr Tiere sehen will, dem sei Botswana oder Simbabwe empfohlen oder eben Kultur und tolle Landschaften in Südafrika. Traumurlaub für jeden Anlass und für jeden Geschmack ist also gegeben. Ein paar Daten und Fakten. Seit 1990 ist Namibia erst unabhängig von Südafrika und Hauptwirtschaftszweige sind also der Bergbau noch immer, die Landwirtschaft, der Fischfang und ein ganz großer Punkt natürlich der Tourismus, der 11% des Bruttoinlandsproduktes einbringt. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich weniger, von daher ist es umso wichtiger, dass Sie Ihren nächsten Urlaub in Namibia verbringen. Der internationale Flughafen von Windhoek, dort kommen Sie an. Sie brauchen kein Visum, beziehungsweise doch, Sie brauchen eins, aber das ist kostenfrei erhältlich, gleich bei Einreise. Ja, und wie gesagt, ein ganzjähriges Reiseziel. Es gibt natürlich immer bessere und schlechtere Monate. Die kältesten sind unter Ihnen Juni und Juli mit Tagestemperaturen von 20 bis 25 Grad. Nachts kann es dann aber schon recht kalt werden. Naja, und natürlich der namibische Sommer schon sehr, sehr heiß. Wie kommen wir nach Windhoek? Natürlich mit diesem Toyota, könnte sein. Nein, wir machen es uns einfacher und fliegen natürlich mit der Eurowings Discover nonstop ab Frankfurt, mit Lufthansa via Johannesburg oder mit unserem Partner Ethiopian Airlines via Addis Abeba fünfmal wöchentlich nach Windhoek. Besonderer Pluspunkt hier, 2x23 Kilo Freigepäck. Ja, wie gesagt, der Flug nach Windhoek. Ich habe hier mal eine Reise rausgesucht, unsere Namlok, das ist unsere Bestseller-Tour. Windhoek ist 1640 Meter hoch, liegt also die Auersberge umgeben die Hauptstadt, die wie gesagt seit 92 Hauptstadt ist. Und 1840 wird Windhoek das erste Mal urkundlich erwähnt. Heute haben wir so ungefähr 350.000 Einwohner und Windhoek heißt also windige Ecke und wurde 1837 von dem Nama Jan Jonker gegründet. 1890 wurde die alte Feste gebaut und in Windhoek sieht man also schon noch ein etwas koloniales Erbe. 1902 fuhr übrigens zum ersten Mal die Bahn von Swakopmund nach Windhoek. Ja, und Sie können hier ganz besonders gut Oktoberfest feiern. Es gibt den Karneval nach wie vor. Windhoek Lager, das beste Bier. Hier sehen wir mal die berühmte Kirche. Es gibt die Gaststätten, die Kaiserkrone, den Thüringer Hof und Hitradio Namibia, die eben auch Deutsch senden. Wir haben hier den Bahnhof von Windhoek und es gibt auch die Allgemeine Zeitung. Also wie gesagt, das koloniale Erbe versucht man immer so ein bisschen auszuradieren, aber es ist doch noch allgegenwärtig. Wir haben tolle Gästehäuser, also Namibia oder beziehungsweise das gesamte südliche Afrika hat sich in den letzten Jahren da wahnsinnig gemacht. Also wie gesagt, ganz, ganz tolle Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, was macht Namibia so besonders? Wir können ganz wunderbar auch als Selbstfahrer unterwegs sein. Die Straßen sind ein wenig geteert. Andere Straßen, das sehen Sie hier, die Straßenschilder, dann wechselt das sozusagen von Teerstraße dann auf einmal in Gravel Road, also in Schotterpiste. Von daher empfehlen wir immer Autos, die naja, etwas höher liegen, sozusagen so ein SUV, auf alle Fälle empfehlenswert. Ja, bei dieser Reise Namlok verlassen wir dann die Hauptstadt, fahren gehen Norden, schauen uns das Afrikat-Projekt an, was sich dem Schutz von Wildkatzen verschrieben hat und gehen in Richtung oder beziehungsweise fahren in Richtung Waterberg. Der Waterberg ist 50 Kilometer lang und zwischen 8 und 16 Kilometer breit und 1857 Meter hoch. Und naja, hat ja so etwas traurige Berühmtheit durch diese Schlacht am Waterberg erlangt, wo 1904 der Aufstand der Hereros gewesen ist. Die Hereros mussten hier bis zu 60.000 Tote verzeichnen, also 80% der Hereros sind damals hier umgekommen. Hier sehen wir nochmal einen Friedhof der deutschen Schutztruppe.
kleine Randbemerkung für Kinder, ist auch Namibia ganz super geeignet. Also Wandertouren auch mit Kindern sind hier ganz wunderbar möglich. Und wie gesagt, auf den Waterberg laufen wir auch hinauf, auch bei unseren Wanderreisen. Also das können wir guten Gewissens empfehlen. Ja, wie gesagt, wer sich mit diesen Herero noch etwas näher beschäftigen will, es gibt da ja auch mit der deutschen Regierung da regen Austausch zum Thema Reparationszahlung, also wer sich da etwas näher belesen will. Ja, und die Herero sind ja eng verwandt mit den Himba. Die Herero haben früher sozusagen bei den Deutschen im Haushalt mitgearbeitet und haben sich deswegen dann eben bekleidet mit dieser viktorianischen Tracht. Die Damen tragen bis zu 11 Röcke übereinander, haben einen engen Mieder an, so Puffärmel, und der Hut erinnert an die Hörner von den Rindern sozusagen. Und auch heute noch wird die Tracht getragen. Also man sieht immer noch Frauen, die traditionelle Tracht anhaben. Ja, ein kleiner Exkurs zu den San Bushmännern, weil auch die Ethnien sozusagen bei uns mit im Vordergrund stehen. Die San Bushmänner haben 2% der Bevölkerung Namibias inne. Es sind die Ureinwohner des südlichen Afrika und werden eigentlich immer mehr verdrängt durch die Herero, Namas und natürlich durch die moderne Gesellschaft. Die unterhalten sich in dieser Klicklautsprache, also das ist so ganz typisch. Und sie sehen auch ganz besonders aus, klein und zierlich, haben schräg stehende Mandelaugen, so ein bisschen gelbliche Haut und hohe Wangenknochen und so Pfefferkornhaar. Und ja, also man kann sie auch besuchen. Das gibt so eine, wir sagen mal, lebende Museen, wo gezeigt wird, wie sie eben früher oder beziehungsweise, nee, es ist eigentlich, wie sie es heute auch noch machen, mit Pfeil und Bogen umgehen. Wie sie Wurzeln und Früchte sammeln, wie man Feuer macht. Nächste Tour oder nächster Tag geht es dann schon in den berühmten Etosha-Nationalpark. Der Name kommt von den San und bedeutet wegen der Hitze von einem Bein aufs andere springen. Übernachten tun wir in der Mokuti Lodge. Natürlich auch ganz, ganz wunderbare Unterkünfte. Hier mal, wenn Ihnen der Begriff Tented Camp mal unterkommt, also das ist nicht nur ein einfaches Zelt, sondern bedeutet schon wirklich mit fester Plane und toll dem Bett und wirklich sehr, sehr groß das Camp, und sie schlafen quasi mitten in der Natur. Der obligatorische Sundowner darf natürlich nicht fehlen, hier mal auf der Landebahn und hier mal ein Blick auf den Etosha Nationalpark. 800 Kilometer Zaun umgeben den Nationalpark. Der wurde im Übrigen 1907 von Friedrich van Lindequist gegründet und ist heute so groß wie Hessen. Und diese Etosha-Pfanne, ne, dann fährt man sozusagen an der Pfanne entlang von Wasserloch zu Wasserloch. Es gibt 4 Eingänge, das Anderson Gate, das Galten Gate im Westen, das Lindequist Gate im Osten und im Nordosten King Nehale. 700 Kilometer Piste sind für die Besucher zugänglich. Es gibt auch Unterkünfte, die direkt im Nationalpark sind, dann von der Nationalparkverwaltung beziehungsweise vom Staat Namibia verwaltet werden. Die sind qualitativ jetzt nicht so der Hammer, aber auch nicht schlecht, und man ist halt wirklich direkt im Nationalpark. Wir haben bis zu 340 verschiedene Vogelarten. Hier mal die Gabelracke oder der Gelbschnabel-Toko. Es gibt das Dick-Dick, das ist so eine kleine Zwergantilope. Hier mal ein Kudo-Weibchen. Wir haben Giraffen, wir haben Elefanten natürlich. Wir haben nicht die Big Five, weil natürlich der Büffel fehlt, weil so viel Wasser gibt es halt nicht. Und Nashörner sind sehr, sehr selten. Wenn wir Nashörner sehen, dann sind das meist die Spitzmaul-Nashörner. Hier mal ein Blick auf das Okaukeo-Wasserloch, also direkt im Nationalpark gelegen. Dort kann man auch übernachten. Und das Schöne ist natürlich, wenn man im Nationalpark übernachtet, kann man auch früh als erstes rein, beziehungsweise kann abends auch eine Abendpirschfahrt machen. Die Unterkünfte am Nationalpark sind natürlich ungleich besser. Ja, hier mal so ein hübsches Erdhörnchen. Und es lohnen sich natürlich auch diese wunderschönen Sonnenuntergänge und natürlich Touren, Pirschfahrten bzw. Ansitze bei Nacht. Ja, wie bewegen wir uns in Namibia fort? Zum Beispiel mit solchen Fahrzeugen oder mit einem ganz normalen Reisebus mit der Reisegruppe bis zu 12 Personen bei uns. Oder eben als Individualreisender.
in so einem tollen VW Amarok zum Beispiel. Vorher war er noch gewienert, jetzt durch die Staupiste natürlich etwas schmutziger. Oder wer es ganz rustikal und ganz individuell mag, natürlich mit Dachzelt. Als nächstes befinden wir uns im Norden von Namibia. Wir besuchen die Himba. Hier mal eine Himba-Siedlung bei Kamanjab. Die Himba werden als das rote Volk bezeichnet. 30.000 gibt es ungefähr noch von ihnen. Das sind eben Seminomaden, die mit den Herero verwandt sind. Und ja, die haben also, wie gesagt, so eine ganz besondere Hautfarbe. Die Mädchen zeichnen sich aus durch zwei Zöpfe. Und wenn eine Frau eine Fellhaube mit Hornzipfel trägt, dann ist die sozusagen schon verheiratet. Diese rote Farbe kommt durch Roteisensteinbutter, das wird so vermengt und bildet halt den Schutz vor Mücken und natürlich der Sonne, und um die Haut geschmeidig und glänzend zu halten. Es ist ein sehr, sehr stolzes Volk und natürlich, ja, wenn man dort ein paar Fotos natürlich macht, schon sehr interessant. Twyfelfontein ist unsere nächste Etappe. Twyfelfontein heißt zweifelhafte Quelle, also Twyfelfontein, zweifelhafte Quelle. Kommt von einem Farmer, der nämlich jeden Tag auf Wasser wartete und zählt seit 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Hier findet man über 2500 Felszeichnungen und Gravuren der San, die zwischen einigen hundert und einigen tausend Jahren alt sind, sagt man. Es werden oftmals typische Jagdszenen gezeigt, Tiere natürlich auch. Und hier am Brandberg, das ist etwas südlicher, ist ein großer Inselberg mit dem Gipfel, dem Königsstein. Und hier hat man bis zu 200.000 Felsmalereien und Ritzungen gefunden. Nur 50.000 von ihnen sind katalogisiert, darunter auch die White Lady, die heißt nämlich dann Brandberg White Lady. Ja, wie gesagt, ein tolles Gebiet auch um zu wandern. Ich hatte Ihnen ja versprochen, Namibia als das Abenteuerland. Von daher möchte ich auch etwas näher aufs Wandern eingehen. Das können wir hier zum Beispiel bei der Fingerklip. 15 Millionen Jahre steht übrigens diese Felsstatue hier schon rum. 35 Meter hoch. Und darum wandern wir auch. Ne? Also das ist das Erongo-Gebirge und hat so ein bisschen den Touch vom Grand Canyon in der USA, finde ich. Ja, und wie gesagt, also da kann man ganz spektakuläre Wanderungen unternehmen und das tun wir auch. Wir haben dafür gesagt, verschiedene Wanderungen im Programm, auch mit Schlafen unter freiem Himmel. Ja, und Abenteuer gibt es dann auch im Uys Gästehaus, welches Aktivitäten mit den seltenen Wüstenelefanten anbietet. Also hier gehen wir sozusagen ins Revier hinein und schauen uns oder beziehungsweise suchen die Wüstenelefanten. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Glückssache, aber in der Regel haben wir Glück und ja, suchen also die Wüstenelefanten. Wer es ganz verrückt mag, der kann mit so einem Fatbike, das sind diese Fahrräder mit dicken Stollenreifen, gibt es im Übrigen auch für Faule aus E-Bike, Touren unternehmen. Das sind dann geführte Touren mit Begleitfahrzeug. Man schläft dann draußen unter freiem Himmel und ja, kann also so eine richtige wagemutige Tour unternehmen. Eine Besonderheit, sagte ja auch, es gibt ein paar Kuriositäten natürlich in Namibia, sind die Stonemen. Sie sehen das hier im mittleren Bild, da gibt es einen unbekannten Künstler, der im Kaokofeld, das ist ganz im Norden von Namibia, so Steinmännlein baut und die an ganz lustigen Stellen anbringt. Keiner weiß, wer der Künstler ist, aber das kann man sich also auch ansehen. Und natürlich, wenn man den Abend dann abschließen möchte, der obligatorische Sundowner. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt immer noch ja, Zentralnamibia am Brandberg, und dort heißt sie das Uys Gästehaus willkommen. Hier mal so ein kurzer Einblick, wie die Gästehäuser in Namibia eben aussehen können. Das sind mitunter sehr kleine Gästehäuser, die aber wirklich toll eingerichtet sind. Wichtig ist, dass man die wirklich sehr lange vorbucht. Wir machen das natürlich bei unseren Gruppenreisen, aber dass sie auch, wenn sie als Selbstfahrer unterwegs sein wollen, nicht zu lange warten, wenn sie eben ein bestimmtes Gästehaus im Fokus haben. Ja, gute Küche natürlich ist vorausgesetzt. Und was im Uys Gästehaus ebenso neben der Elefantenpirsch angeboten wird, sind Sleepouts. Also das bedeutet,
Sie haben ein Zelt, das wird alles voraufgebaut und dann haben Sie sozusagen, übernachten Sie richtig mitten in der Natur, haben ein tolles Frühstück mit dabei und eben richtig auch Matratze, also so auf so einem Feldbett wird die Matratze ausgerollt, Sie haben richtige Bettwäsche und alles, also nicht mehr das Camping, wie man das so von Jugendzeiten kennt, sondern schon etwas luxuriös und man hat natürlich die Geräusche der Nacht, die Geräusche der Tierwelt und die Milchstraße über sich. Das Bett kann man auch rausstellen und dann wird eben am Abend Lagerfeuer gemacht, man bespricht die Erlebnisse des Tages, trinkt natürlich einen GT, also den obligatorischen Gin Tonic, ja, und lässt es sich gut gehen. Die Spitzkoppe, das ist das Matterhorn Namibias, 1700 Metern hoch, habe ich einfach mal eingebaut, ist jetzt bei der Reise nicht dabei, habe ich mal eingebaut, um, ja, also wegen der tollen Bilder, es ist einfach mal genial, dort lang zu fahren. Das sollte man, also wie gesagt, gibt bei uns aber zahlreiche Reisen, wo die Spitzkoppe mit dabei ist. Ja, hier mal so eine Selbstfahrertour, ne, mit Dachzelt. Auch durchaus sehr beliebt. Wir empfehlen aber die Campingplätze tatsächlich auch vorzubuchen. An der Küste, die nennt sich Skelettküste, ist ein 500 Kilometer langer Küstenabschnitt und der größte Schiffsfriedhof der Welt. Also man sieht, hier sind etliche Schiffe gestrandet. Bewegen wir uns dann schon in Richtung Swakopmund zu. Cape Cross mit 250.000 Robben, wird auch als Stinky Bay bezeichnet, können wir natürlich auch noch besuchen. Ja, Swakopmund sieht eigentlich aus wie so ein kleines Ostseestädtchen, ist sehr deutsch geprägt. Der Name stammt von dem gleichnamigen Fluss Swakop. Und die Geschichte hier begann 1892. Leider war Swakopmund kein günstiger Naturhafen. Lüderitz eben zu weit weg, Walvis Bay war leider, und das ist, Walvis Bay ist quasi um die Ecke, unter britischer Kontrolle und deswegen hat man hier mit Landungsbooten gearbeitet. Heute ist der Hafen komplett versandet, also da ist keine Möglichkeit mehr. Aber wie gesagt, die deutschen Spuren sieht man halt schon wirklich noch überall. Im Café Anton kann man zum Beispiel Schwarzwälder Kirschtorte essen, was man unbedingt mal machen muss. Es gibt hier ein Brauhaus und so, es ist wirklich... ja, schon eigentlich charmant. 25.000 Einwohner hat Swakopmund heute. Es gibt natürlich auch einen Bahnhof und wirklich viele alte koloniale Gebäude. Na, also Bauten hier wie im wilhelminischen Jugendstil. Wie gesagt, das Lagerbier gibt es hier, ne? Sie sehen hier 1906 errichtet. Und Ausflüge kann man hier ganz toll machen, nämlich wie gesagt von Walvis Bay, was um die Ecke ist. Zum Beispiel hier die Katamarantour, wo man eben dann auch Robben streicheln kann und natürlich ganz Leckeres zu essen bekommt. Wir sehen Flamingos und Pelikane. Eine andere Tour ist die Halbtagestour mit Chris, die Little Five Tour. Hier wird der Lebenskreislauf der Namib-Wüste erläutert. Wir sehen den Nebeltrinkerkäfer, wir sehen Hornvipern, wir sehen den Wüstengoldmol und den durchsichtigen Palmatogecko, also auf die kleinen Lebewesen wird sozusagen der Fokus gelegt. Ja, die Dancing White Lady Spinne, die sich bei Gefahr tanzelnd und ratschlagend die Düne hinunter bewegt. Ja, und so sieht das dann aus bei einer Reise, wenn alle sich tummeln. Natürlich können wir auch über die Wüste fliegen. Also sie haben dann den ganzen Tag Zeit, dort Ausflüge zu machen. Als nächstes geht es dann schon über den Kuisep Canyon in Richtung Sauces Flay. Und wir machen aber natürlich einen Stop in Solitaire. Solitaire, das ist so ungefähr die lustigste Tankstelle der südlichen Hemisphäre, weil hier gibt es nämlich den absolut einmaligen Apfelkuchen. Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen eine urige Tankstelle, wo eigentlich jeder stoppen muss, um eben, wie gesagt, nochmal aufzutanken. Und dann verbringen wir eigentlich so einen Tag im Sesirim Canyon und im Sauces Flay. Der Sesirim Canyon ist 5 Kilometer südlich des Namib-Naukluft-Nationalparks. Und Sesirim bedeutet 6 Ochsenriemen, tief ist die Schlucht. Eben hier findet man immer Wasser und 30 Meter tief und ungefähr 3 Kilometer lang ist der Canyon, den wir uns dann anschauen.
Ja, das berühmteste Bild, glaube ich, von Namibia ist hier das Death Valley. Es ist sozusagen ein Teil vom Sources Valley in der Namib-Wüste, die die älteste Wüste der Welt ist, ungefähr 5 Millionen Jahre alt. Und ja, hier hat man natürlich spektakuläre Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Und das Sources Valley ist der einzige frei zugängliche Bereich der Dünen Namib. Man darf hier als Tagesbesucher hinein, also wenn das Tor aufgeht sozusagen, dann fahren alle hinein auf diese asphaltierten Straße und dann wirklich, wenn das Tor zum Sonnenuntergang zugeht, müssen auch wirklich wieder alle draußen sein. Die Straße ist 63 Kilometer lang und bei Düne 45, also bei Kilometer 45, haben sie eine Düne, wo man auch hochsteigen kann und ganz super tolle Bilder machen kann. Bei Kilometer 60 hat man dann einen Parkplatz und von dem aus kann man dann zum Death Valley und zum Hidden Valley gelangen oder mit dem Shuttle fahren oder für die Männer immer ganz besonders lustig Tiefsand fahren. Ja, und wie kommt dieses Death Valley zustande? Also der Zauchabfluss sozusagen hat dort seine Kraft verloren und trocknete sozusagen aus und hinterließ eben diese ja, Akazienbäume, die dann wie gesagt abgestorben sind. Es kommt durchaus vor, dass in dieser ganzen Tonpfanne es auch mal so stark regnet. Das ist wohl alle 7 Jahre so in etwa der Fall. Dieses Jahr war es wieder. Und dann macht es natürlich ganz Namibia auf die Beine, um dahin zu gelangen. Geführte Touren sind also auch hier möglich. Sie fahren dann eben mit so einem offenen Safari-Fahrzeug hinein in ja, die Dünen sozusagen und ja, verleben dort den Nachmittag, meistens eben die Chance zum Sundowner. Wie betten wir uns? Zum Beispiel so. Und Sie sehen schon die Rollen unten am Bett dran. Das heißt, man kann dann das Bettchen hinausrollen, beziehungsweise es wird hinausgerollt und dann kann man auch hier unterm Sternenhimmel übernachten. Ansonsten, Pool muss natürlich sein. Das ist klar, das erwartet der Urlauber. Und was wird zum Sundowner gereicht? Natürlich allerhand Leckereien in Covid-Zeiten. Muss natürlich alles ordentlich desinfiziert werden. Also auf die Hygieneprotokolle wird auch in Namibia sehr viel Wert gelegt. Eine tolle Sache möchte ich Ihnen ans Herz legen, das ist die Ballontour. Das ist zwar jetzt preislich nicht so ein Pappenstiel, also ungefähr 350 US-Dollar, glaube ich, sind wir jetzt mittlerweile, aber es ist natürlich mega, wenn Sie da. Gibt es also so ein leckeres Frühstück dann auch und wenn sie dann über die Namib-Wüste schweben, also was gibt es Schöneres? Es geht weiter in Richtung Süden nach Lüderitz. Lüderitz, der Name kommt von dem Deutschen Adolf Lüderitz und der hat sich mit dem Meilenschwindel hier quasi größeres Land unter die Finger gerissen, weil er nämlich von deutschen Meilen ausging, das sind wohl sieben, ein bisschen was über 7 Kilometer, und der Nama, der ihm eben das Land verkauft hat, ging von 1 Kilometer englischer Seemeile aus und deswegen ist der Adolf Lüderitz nämlich auch als Lügenfritz in die Geschichte eingegangen und heute ist Lüderitz noch so ein Jugendstil-Open-Air-Museum. Im wilhelminischen Stil, beziehungsweise im Jugendstil der Kaiserzeit, sind die Häuser alle noch recht gut erhalten. Und heute ungefähr 10.000 Einwohner hat man noch in Lüderitz. Ja, und gar nicht weit weg von Lüderitz ist die Geisterstadt Kohlmannskuppe. Das lege ich Ihnen auf alle Fälle ans Herz, wenn Sie unsere Tour in also in den Süden sozusagen mitmachen, unsere Namlot, also mit der D hinten. Hier wurden 1908 Diamanten gefunden. Ein ja, Nama hat sozusagen Diamanten gefunden, musste das dann natürlich gleich seinem deutschen Herrn sozusagen zeigen. Das ist der August Stauch aus Thüringen. Einige wenige wurden nur reich, aber es gab natürlich einen unheimlichen Boom auf diesen Ort sozusagen. Und Berlin erklärte dann den ganzen Streifen als Sperrgebiet. Und naja, 1914 mit dem Ersten Weltkrieg war dann alles vorbei. Aber man hat eben heute noch ganz viel toll erhaltene Häuser.
Es gibt hier auch noch geführte Besichtigungen durch diese Diamantenstadt. Wie gesagt, das ist kurz vor Kohlmannskuppe, fährt man eigentlich dran vorbei. Und durch die Trockenheit ist es natürlich sehr gut erhalten. Natürlich der Sand ist überall zu sehen. Ja, 1909 begann man dann hier mit, also die Deutsche Diamantengesellschaft, mit dem Abbau von den Diamanten, und man baute eben wirklich massive Häuser, Polizei, Post, Bäckerei, Krankenhaus, Kegelbahn, und hatte eben 300 weiße und 800 schwarze Bewohner, bis 1950 sogar. Und wie gesagt, heute holt sich der Sand alles wieder zurück. Die Beers baut übrigens an der Oranienmündung auch heute noch Diamanten ab. Ja, und wie gesagt, solche Kuriositäten, also Badewanne mitten in der Namib, das können Sie in Kohlmannskuppe sehen. Es gibt ein kleines Museum da auch, es können sogar auch Diamanten gekauft werden. Ja, und wenn wir dann Kohlmannskuppe verlassen, fahren wir in Richtung Fish River Canyon. Das ist der zweitgrößte Canyon der Welt, wohl vor einer Milliarde Jahre entstanden. 168 Kilometer lang, 27 Kilometer breit und zwischen 450 und 550 Metern tief. Der Fish River führt also nicht ganzjährig Wasser. Und in den Wintermonaten kann man aber, also quasi von April bis September, den Fish River dann auch betreten sozusagen und Wandertouren machen. Wir fahren ein Stück weit wieder in Richtung Windhoek und kommen nach Keetmanshoop. Und hier sind diese Köcherbäume ganz besonders toll zu sehen. Sie gehören zur Gattung der Aloen und besitzen also die Fähigkeit, Wasser in ihrem schwammähnlichen Gewebe zu sammeln. Die San benutzen die Äste als Köcher für ihre Giftpfeile, ne, also weil die so ausgehöhlt sind. Und ja, in den Wintermonaten sprießen also hier die großen gelben Blüten. Und ja, es gibt also Ansammlungen von bis zu 300 Bäumen. Also man kann es gar nicht richtig als Wald bezeichnen, aber es ist schon einzigartig, ne, weil das so ein bisschen eine Scherenschnitt-Silhouette hat. Ja, und über den Wendekreis des Steinbocks geht es dann wieder nach Windhoek zurück. Stoppen kann man zum Beispiel auch in Bülsport, wo es ganz, ganz tolle Wanderungen gibt. Das ist eine Farm in den Naukluftbergen. Ja, und wer von Namibia noch nicht genug bekommt, der kann also noch in den Norden reisen. Da haben wir auch eine ganz tolle Tour, die NAM-WVL. Mein Kollege jetzt blendet, oder wir blenden es gleich noch ein. Und dort können Sie natürlich diese tolle Tierwelt sehen, im Caprivi-Streifen. Die Tour geht dann weiter in Richtung Chobe-Nationalpark nach Botswana. 120.000 Elefanten warten dort auf Sie. Man kann dort Bootsfahrten machen, man kann auch Touren mit dem Safari-Fahrzeug unternehmen. Ja, und kommt, wie gesagt, ganz nah ran an die Tierwelt Afrikas. Die Victoria-Fälle, dann hier von Simbabwe-Seite aus, also wir besuchen sie von Simbabwe aus, man kann die aber auch von Sambia aus sehen, bei dieser Reise, wie gesagt, von Simbabwe aus. 110 Meter tief stürzt der Sambesi quasi in so eine Felsspalte, und die Victoria-Fälle wurden 1855 von David Livingstone das erste Mal gesehen und natürlich seiner Königin gewidmet. Ja, und das ist dann, wie gesagt, das Ende dieser Reise, wenn man eben diese Kombination Namibia, Botswana, Simbabwe machen möchte. Also wie gesagt, der Norden ungleich grüner als der Süden von Namibia. Beiden gemein ist natürlich, dass die Landschaft einfach grandios ist. Also ein richtiges Abenteuerland. Wer noch Fragen hat, wie gesagt, ich versuche jetzt hier im Anschluss noch ein bisschen was zu beantworten, je nachdem, wie es uns die Zeit erlaubt. Die Experten stehen natürlich am Montag dann wieder zur Verfügung, oder Sie können auch schauen im Nachschlagewerk namibia.de. Dort haben wir viele Themen, viele verschiedene Dinge, auch aktuelle Sachen zusammengetragen. Und? Unser wunderschönes Namibia. Es hat gut geregnet in 2022. Das Land ist grün wie schon lange nicht mehr. Mensch und Tier atmet auf. Corona ist bei uns schon fast in Vergessenheit geraten. Mit Omikron sind wir seit Januar schon durch. Die offiziellen
landesweiten Corona-Neuansteckungen liegen bei nur 20 am Tag. Wir haben unglaublich viel Platz. Wir haben frische Luft. Wir haben wenig Menschen und jede Menge an speziellen Unterkünften, die sich auf ihren Besuch freuen. So this is how we prefer to end our day, with the traditional sundowner, stunning views and a drink in hand. Namibia ist ready. Ja, also, Namibia ist ready. Ich hoffe, Sie sind es auch. Wie gesagt, hier nochmal kurz zusammengefasst. Und jetzt schaue ich mal in den Chat, was wir da für Fragen bekommen haben. So, die Claudia fragt, wir fahren im Juni. Was ist mit Malaria? Naja, also der Etosha-Nationalpark ist Malaria-Gebiet, ja. Für Malaria kann man sich aber eh nicht, also da gibt es ja keine Impfe, zumindest momentan nicht. Wir würden eben Malaria-Tabletten empfehlen wir. Ansonsten immer Rücksprache mit dem Arzt halten, weil die Malaria-Tabletten ganz mächtige Nebenwirkungen haben. Ich kann Ihnen verraten, dass wir selbst im Juli mit dort auch dorthin fahren und wir, naja, eher nichts nehmen. Ich sag mal, die Regenzeit ist ja dann im Juni auch schon einige Monate vorbei, also es ist eigentlich so trocken. Wie gesagt, offiziell wird es als Malaria-Gebiet ausgewiesen. Aber ja, eine Mücke verirrt sich wohl eher selten dahin. Im Caprivi sollte man schon da etwas vorsichtiger sein. Der Jürgen fragt, ab welchem Alter ist es für Kinder zu empfehlen? Ab dem Alter von 0. Also wir sind mit unserem, also wir haben jedes Mal die Elternzeitreise in Namibia gemacht, also sind auch schon mit Kleinkind noch nicht ein Jahr in Namibia gewesen. Also es gibt da sozusagen keine Grenze. Ja, welchen Tieren kann man bei Wanderungen in den Bergen begegnen? Naja, vor allen Dingen eben das, also die Zebras, es gibt eben kleinere, also diverse Antilopenarten. Wenn man Glück hat, aber das, wie gesagt, das ist so, so selten, also Leopard, ja schon, aber wie gesagt, das ist eher sehr, sehr selten, sind wie gesagt eher kleinere Tiere, denen man dann begegnet. Gibt es bei den Unterkünften Familienzimmer, also für zwei Erwachsene, zwei Kinder, 8 und 6 Jahre? Ja, allerdings lohnt sich dort tatsächlich, das weit im Voraus zu buchen. Also auf alle Fälle, wenn, also ein Jahr vorneweg, schon mal anfragen bei uns, weil die gibt es immer nicht so viele Zimmer. Und die sind natürlich sehr, sehr beliebt. Und jetzt, wo der Tourismus wieder losgeht, hoffentlich, sind eben diese Unterkünfte natürlich auch schnell ausgebucht. So, die Sandra fragt, ob man bei unserer Reise Schabrackenhyänen sehen kann. Ja, also die Tiere sind so, so selten, leben, glaube ich, auch eher im Süden. Also ich würde da meine Hand nicht ins Feuer legen. Das ist generell bei den Tieren schwierig, ne? Also man darf dann nicht davon ausgehen und also lassen Sie sich wirklich auf dieses Erlebnis einfach ein. Nicht einfach abhaken und sagen, ach, jetzt habe ich unbedingt, muss ich nicht unbedingt die Big Five sehen oder wie auch immer. Also lassen Sie sich darauf ein, freuen Sie sich über jedes Tier. Hyänen werden Sie sehen, Sie werden auf alle Fälle auch Schakale sehen, aber ob es nur eine Schabrackenhyäne unbedingt ist, das kann ich nicht versprechen. Ja, jetzt schauen wir mal noch, ob hier noch eine Frage kommt. Ansonsten, wie gesagt, wenn Ihnen dann noch was einfällt, können Sie auch meine Kollegen dann am Montag natürlich gerne Fragen löchern zu allen möglichen Sachen oder uns auf der namibia.de schreiben oder auf unsere Website oder natürlich in Ihr Reisebüro gehen, weil dort haben Sie natürlich auch die Experten vor Ort, genau, die dann wie gesagt auch alle Ihre Fragen beantworten. Ja, dann würde ich mich verabschieden. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und vor allen Dingen viel Spaß bei den anderen Vorträgen der digitalen Reisemesse. Auf Wiedersehen. Tschüss.